Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Risen 3. Wir sind hier am Start auf der kleinen Insel und haben mit Brian, sagen wir, gequatscht. Och nee, wir haben wieder Albträume. Also, wir haben mit Brian geredet und haben ihm seine Höhle befreit von Viechern. Jetzt gucken wir mal, wen wir heute treffen können. Ob wir wen treffen können. Seelenstaub. Seelenstaub. Ich weiß ja nie, wo ich lang gehen soll. Es ist immer so ein bisschen schwierig hier. Ich habe auch gefühlt niemanden, den wir hier treffen können. Man landet immer an diesen beiden Pfeilern. Obwohl wir da gar nicht waren. Wo ist unser Questziel? Ah. Wir gehen dahin. Es klingt, als würde jemand schlafen. Gadi! Hallo, Kleiner. Klein? Gadi ist nicht klein. Der durchschnittliche Gnom ist 3,5 Fuß groß. Gadi ist 3,75 Fuß groß. Romald glaubt, ihr Gnome würdet ihn bestehlen. Romald ist großer Dickkopf. Du denkst also, er hat Unrecht? Ganz gewiss. Homies am Hafen sind unsere Kumpo, unsere Freunde. Hafendiebe bringen Gardis Rechnung durcheinander. Gnome würden Gadi das nicht antun. Du ja, bist wohl ein ganz Schlauer. Oh ja, Gadi hilft Meister Romald manchmal beim Zählen. Hast du Lust auf ein Spiel? Oh, das ist richtig dumm. Warum nicht? Famo, dann hör Gadi mal gut zu. Wenn Romald einen Rum trinkt, wie viel Rum hat er dann wenigstens noch übrig? Einen? Richtig, so er trinkt ihn ja im Namen. Immer im Zählen üben. Gut für Kopf und Goldbeutel. Handelst du das auch mit so Waren? Dämlich. Tredo, jip jip, Homie. Lass uns handeln. Sag mal, was hat ein Bombenverkaufter? Und es wird halt, es verkauft niemand etwas Besseres als diesen Mantel, den wir haben. Das ist so tragisch. Stimmt, es gibt Armbrüste. Er würde Silberteller verticken. Aber warum sollten wir die kaufen, wenn wir doch... Warum wird die denn her? Büchsenmacherfähigkeit wird benötigt. 5 bis 55. Wir haben ja nur die. Ist ja saugeil. Wo habe ich die gefunden? Ich habe es irgendwo übersehen. Haben wir Schrot? Ja, haben wir. Was hat die für eine Reichweite? 20. Die hat 25. Was braucht man denn für Büchsenmacher? Büchsenmacher. Nichts. Man braucht nur Geld. Das wäre eine Überlegung wert. Auch wenn man da gar nicht drauf geht. Das haben wir gelernt. Spinnenjäger. Ja, das werden wir auf jeden Fall lernen, weil das ist schon cool. Fähigkeit Schmied. Die kann schon was. Wasserfass. Und dann legen wir uns auf die Lauer. Nachtwache schieben. Ganz unauffällig. Bones-Schild da rum, Gardi steht da.
Kobolde sind richtig gefährlich. Die haben nämlich auch Pistolen. Mehr, mehr! Och, ich häng am Wagen fest, meine Fresse! Weiter, weiter! Guter Kampf! Kobold 1. Kobold 2. Oh, die haben Kristalle. Kobold 3. Rumold. Was sagt Gadi dazu? Ihr habt ein Koboldproblem hier am Hafen. Ja, Homie. Viele Sachen hier gestohlen worden am Hafen. Wie Bones ihn anguckt. Das waren die bösen Kobolde. Gadi froh, dass Kobolde tot. Riechen fürchterlich. Brrr. Kannst du mir was beibringen? Auch wenn Gadi kein guter Thief, Gadi kann dir trotzdem beibringen, wie man Dinky stiehlt. Gno sind von Natur aus gute Thief. Aber du solltest aufpassen, wenn du klaust von Menschen. Unter Gno ist es eine Ehre, nicht erwischt zu werden. Aber Menschen mögen das gar nicht. Aber das sollte dich nicht aufhalten, Homi. Bring mir was bei. Was möchte Homi wissen? Panzerknacker steigern. Oder Meisterdieb. Ich lerne, ne? Ich möchte lernen, wie ich Leute beklaue. Homi möchte ein Taschentief werden? Das ist Königsdisziplin, der Tief. Das Wichtigste ist, ihn dabei abzulenken, während du in seinen Taschen wühlst. Wenn er dich bemerkt, Homi ist in großen Schwierigkeiten. Wenn er nicht aufpasst, schlägst du zu. Nimm so schnell du kannst, so viel wie es geht. So ist so mancher Gno reich geworden. Klingt gut. Ja, 50 und 40 haben wir nicht, ne? Ja, nee, haben wir nicht. Wie viel rum haben wir? 15.000. Stirb, Möwe! Auch nicht. Was kannst du mir beibringen? Frag, Homi. Ah, stimmt. Er war der Säufer. Humold, steh auf. Ist hier gar nicht. Humold, steh auf. Wo pennt er denn? Im Lagerhaus? Wer macht da so einen Lärm? Er pennt echt da oben. Mal runter. Ja, entferne dich. Ach, der Magier ist da auch. Ja, entferne dich. Okay. Dann gehen wir pennen, bis wir bis Tag ist. Und Bones, wie war's so? Uns zuzugucken beim Pennen. War cool, freut mich für dich. Aufstehen! Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, jetzt steh doch auf. Meine Fresse, hey. Komm schon. Deine Diebe waren Kobolde. Oh, dann habe ich die Gnome wohl zu Unrecht beschuldigt, was? Sieht ganz so aus. Ich mach's wieder gut, indem ich ihnen weniger in den Arsch trete. Ja, ja, mach wie du meinst. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Nun, dann such dir mal was aus. Ein Sack voller Gold oder eine Überraschungskiste. Her mit der Kiste. Das lob ich mir. So eine Überraschung ist doch eh viel schöner als lumpiges Gold. Da hast du. Gucken wir mal. Bruder? Wer sagt's denn? Oh ja. Und zwei Proviant noch. Geil! Ist okay. Die Galgenstricke, die er geknüpft hat.
für die Gnome. Die gehen mit Sicherheit auch für Kobolde. Habe ich gar keine Zweifel. Sieh an, ein Neuankömmling. Du willst bestimmt zum Lager der Magier. Jawohl. Hi, ich will zum Magierlager. Ich kann dich hinbringen. Hab eh noch ein paar Sachen dort zu erledigen. Du kannst dich natürlich auch alleine durchschlagen. Was hast du auf Taranis zu schaffen? Ich bin Wächter und kümmere mich um Neuankömmlinge. In diesen Zeiten braucht jeder ein wenig Führung und ich weise ihnen den Weg. Du rekrutierst also neue Leute? Hier sind auch andere Gemeinschaften willkommen. Solange sie den Magiern Respekt erweisen und nicht zur Inquisition gehören. Ganz wichtig. Aber wenn du Interesse hast, Kadett zu werden, wir können immer eine starke Hand gebrauchen. Wie werde ich Wächter? Am besten, du redest mit General Magnus. Du wirst dich aber erst nützlich machen müssen, bevor er in Erwägung zieht, dich aufzunehmen. Also frag ihn am besten nach Arbeit. Was auch sonst? Was habt ihr gegen die Inquisition? Sie haben den falschen Weg eingeschlagen. Versteh mich nicht falsch, ihre Motive sind gut. Früher gehörte ich auch einmal zu ihnen. Aber sie haben den Magiern den Rücken gekehrt und das ist ein großer Fehler. Was die Inquisition angeht, ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Absichten. Okay, er ist krass drauf. Kannst du mir etwas beibringen? Klar, aber umsonst mache ich das nicht. Ja, das ist schon nicht okay. Mal für Wächter. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Ja. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Silberzunge. Hab ich doch gar nicht gebraucht. So, was hat er denn Schönes? Wunderbar. Da liegt noch eine Gabel, aber die können wir nicht nehmen. Sonst nichts. Ja dann, leg mal los. Bring mich zu den Magiern. Na, dann komm mal mit. Also, jetzt geht's los. Die Wächter sind schon überall auf Taranis wachsen Kristalle. Magische Kristalle. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche. Wo wir gerade hier sind, vielleicht finden wir in der Höhle noch ein paar Kristalle. Ist sie denn sicher? Ich war zwar schon mal drin, aber du weißt ja, wie das mit Viechern ist. Manchmal kommen sie wieder. Du kennst dich aus. Also, riskieren wir einen Blick? Ja, klar. Klar durchsuchen wir die Höhle. Da höre ich doch schon die Monster. Auf geht's. Boah, geh du mal vor. Schieß du mal die Viecher weg. Er will gar nicht Magie benutzen. Warum geht der andere auch auf uns? Meine Fresse, Leute. Macht ihn doch mal weg. Also, gehen zu zweit auf den einen. Krieg ich weggeschissen, ihn zweimal anzugreifen. Er lässt sich wieder durch die ganze Höhle prügeln. Schön, das war's. Ich bin fertig hier. Gehen wir weiter. Alles klar. Okay. Er scheißt einfach auf die Kristalle. Er ist fertig hier. Stopp. Ja, nimm ihn. Bleib schön an meinem Heck. Ja, nur mit der Ruhe. Wir müssen doch noch alle Kristalle mitnehmen. Mein Gott. Entspann dich, Baker. Zu schwierig.
Scheiße. Folge mir! Ja. Lauf! Schnell! Er erzählt gar nichts. Jetzt fragt er, wo wir lang wollen. Es gibt zwei Wege zum Lager. Der Weg oben durch die Höhle ist kürzer, aber man sieht nicht so viel von der Insel. Der Weg unten durch das Tal ist etwas länger. Die Entscheidung überlasse ich dir. Also? Da oben ist irgendein Vieh. Lass uns den längeren Weg durch das Tal gehen. In Ordnung. Ah, das ist ein Schwein. Da hinten ist ein Dunkeltürer. Folge mir einfach! Wir müssen mal kurz unsere Donnerbüchse ausprobieren. Warum? Deine Haut macht mir eine Mütze! Besonders gute Opferfleisch. Wieso schade um das gute Opferfleisch? Wir haben doch das Fleisch noch! Roher Hühnerbullen. Das ist nicht ein Truthahnbullen. Bleib schön an meinem Heck! Ja, natürlich, Baker. Machen wir doch gerne. Das ist ein Gürteltier. Ein schöner Ausblick, was? Ich bin nicht wegen dem Ausblick hier. Oh ja, komm. Na, natürlich komm. Sind wir wegen dem Ausblick aufgepasst hier. Aufgepasst jetzt. Warum? Kann sein, dass hier auch noch besonders fiese Viecher rumlaufen. Warum sollte ich sonst den langen Weg laufen wollen? Taraniskraut. Oh, ich erinnere mich. Da musste man ein bisschen was suchen vom Taraniskraut. Die Aufgaben für die Magier waren auch irgendwie echt kacke. So, das war's. Okay. Er hat ihn komplett weggeheatet. Ja, die Aufgaben für die Magier waren echt nur so, hey, lauf dahin, hol mir das, hol mir dies. Das war schon ein bisschen nervig. Folge mir! Die Ente darf leben, weil die so süß in dieser Pfütze schwimmt. Der Tanz beginnt! Ein Vieh weniger. Okay, da ist noch ein richtig dickes Vieh. Blutwurzel. Alles mitnehmen, aber hier liegt halt auch nichts rum. Folge mir einfach! Ja, stopp. Bevor er weggeht. Oh Gott. Das tat weh. Zack. Richtig weggeknallt. Jetzt müssen wir nur noch den Weg rauf. Gut, dann weiter. Fast vergessen. Wenn du bei den Magiern bist, schau dir unbedingt den Reaktor an. Ist ein echter Hingucker. Oh, schon wieder Spinnen. Bleib schön an meinem Heck! Hornzunge, rohes Fleisch. Schau dir unbedingt den Reaktor an. Aber natürlich. Ich hab schon gedacht, da ist ein Vieh. Folge mir! Ja, klar. Richtig Kamerafahrt. Schon stabil, was sie da gebaut haben. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Jetzt bin ich aber gespannt. Bleib schön an meinem Heck. Wir sind da. Willkommen im Lager. Sieh dich erstmal um. Ich muss noch was klären. Wir sehen uns dann. Alles klar. Wir gehen erstmal den Teleporter aktivieren. Geht Sing. Doch. Teleporter der Magierfestung. Sehr schön. Na, hast du Frischfleisch mitgebracht? Wie läuft's am Hafen? Da unten habe ich alles im Griff.
aber ich hörte, hier oben herrscht das totale Chaos. Bist du nur gekommen, um mir auf den Sack zu gehen? Kommt darauf an. Hast du meinen Rum? Natürlich, es ist alles da. Ausgezeichnet. Dann will ich mal wieder. Bah, Menschen. Lass uns so schnell wie möglich wieder von hier verschwinden. Und jetzt schlappt er wieder zurück. Naja. Wenn er meint. Seine Sache. Erstmal mit dem Gnom quatschen. Sag hier mal Gold. Hobi hat Gold. Gold? Ja, hier hast du 5 Goldmünzen. Zack, hier will mehr Gold. Seele Hobi plus 1. Gehen und bringen mehr Gold. Verdien dir doch dein eigenes Gold. Nee, wenn Homies geben Gold, Zack hier zufrieden. Du geben Zack hier Gold und Zack hier dir was erzählen. Aha. Ja, später vielleicht. Ist was? Ich arbeite. Ja. Für mich sah es so aus, als stehst du nur so rum. Ich stehe nur rum? Ich sorge dafür, dass jeder dort ist, wo er hingehört. Dann bist du hier also der Boss, ja? Nicht direkt. Das sind die Magier hinten im großen Haus. Aber ich bin für alles andere zuständig. Ohne mich würde der Laden hier gar nicht laufen. Okay. Und jetzt erzählst du mir, wer hier wirklich das Sagen hat. Du meinst General Magnus, nehme ich an. Der steht meistens drüben auf dem Platz vor der großen Halle der Magier. Alles klar. Weitermachen. Ja, ich hab noch zu tun. Ja, ist klar. Ist auch immer das Gleiche mit den Männern. Man ruft zum Essen und sie kommen nicht. Du verschmutzt den ganzen Boden! Ich bin extra nicht reingelaufen, weil an sie erinnere ich mich noch. Kein Problem, ich habe ganz saubere Schuhe. So nämlich. Von wegen. Ihr Männer habt nie saubere Schuhe. Ich hab's Talbot schon so oft gesagt. Mir ist es egal, wie andere Häuser hier aussehen. Aber wenn jemand mein Haus betritt, bleiben die Schuhe draußen. Besorgt dir erstmal eine Tür, dann reden wir weiter. Was macht Talbot so? Nichts nutzt, das ist er und mehr nicht. Hängt den ganzen Tag nur draußen herum. Anstatt mir mal im Haus zu helfen. Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Warum? Wegen dem Ungeziefer natürlich. Wir haben hier sowieso schon die Ratten im Haus. Dauernd hört man es Schaben und Kratzen hinterm Haus. Das Geräusch macht mich noch wahnsinnig. Und Talbot, der verdammte Faulpelz, meint, das wäre normal. Ich könnte mal nachschauen, wenn du willst. Wenn du rausfindest, was es ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ich werde mal schauen, ob ich nicht auch eine kleine Belohnung für dich habe. Das klingt gut. Talbot hat uns nicht gesehen, das ist schon mal gut. Taran ist Band 2. Wir klauen hier einfach alles hinterm Arsch weg. Löffel sich ziehen. Nee, noch nicht. Den Fisch sieht sie aber safe. Du Slover! Taki, du hast nichts gesehen. Hat er gerade geklatscht? Fand das auch noch toll! Lautes Gürteltier. Eine Seelenflechte. Ich habe die Quelle des Lärms beseitigt. So? Tatsächlich? Ja. Es ist alles ruhig. Was war's? Ein Gürteltier, das hinter dem Haus gewohnt hat. Ha! Ich wusste, dass es Ungeziefer ist. Talbot wird was zu hören bekommen. Hier, nimm das als Belohnung. Danke. Das Schöne ist, jetzt geht er da rein. Man kann einfach lauschen. Das haben sie schön gemacht. Zieh deine verdammten Schuhe aus! Ja, ja, ist ja schon gut. Weißt du, was ich gerade getan habe? Ich habe jemanden dafür bezahlt, deinen Job zu machen. Aha. Was hast du? Ganz richtig gehört.
Wir haben hier Ungeziefer am Haus. Ich möchte wetten, dass sie sich in diesem Dreckstall so richtig wohlfühlen. Schon gut. Reg dich nicht so auf, Schatz. Wenn ich dich noch einmal mit Schuhen in diesem Haus sehe, dann schläfst du auf dem Boden. Alles klar. Wir haben gesehen, wer hier die Hosen anhat. Wächter. Einmal das Wasserfass, bitte. Dankeschön. Die Gnome haben hier so einen eigenen Bereich. Finde ich sehr süß. Wir setzen mal kurz den Affen ab. Gucken, was es so gibt. Sieh mal einer an. Mach so eine Scheiße nicht nochmal! Wer hat uns gesehen? Ah, so ein Kistenschlepper. Dann gehen wir nochmal rein. Bauplan, Ring der Ahnen. Machete. Nix. Da liegt einfach eine Krone. Raus hier! Ja, verschwinde! Wie hat er uns gesehen? Naja. Er ist auch einfach nur Wächter, ne? Hat hier gar nichts zu melden. Guckt uns ein bisschen verdächtig an. Ich weiß nicht, ob er schleicht oder nicht. Er schleicht, okay. Das war zu easy. Es fühlt sich nicht richtig an, wenn es zu einfach ist. Mal eine ganz blöde Frage. Haben wir noch nie eine Tür geöffnet? Oder warum war da der Hinweis, wir die Tür öffnen? So. Easy. Abräumer. Eine Schrotpistole. Gerade einer. Nee. Wir haben echt noch nie die Tür geöffnet. Sieh mal einer an. Direkt das ganze Lagerhaus ausräumen. Keinerlei Skrupel. Die Magier haben es doch dicke. Also die haben es halt wirklich dicke, ne? Was die hier hingepflastert haben. In den paar Jahren, in denen die... Ah. Hallo. Die haben die Inquisition wahrscheinlich noch so richtig gut ausgenommen. Bei uns rennt einfach durchs Lagerhaus. Kollege, wozu schleichen wir eigentlich? Naja. Was will man machen? Personal ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Aber es ist schon wieder soweit. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Einen wundervollen Tag noch. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Ohren steif halten. Ciao.